In der Urlaubszeit fragen sich viele Menschen oftmals, wohin mit meinem Hund? Hier gibt es die Lösung. Ja, also hier ist der Ferienhof Iris für Hunde. Ich nehme Hunde in Pflege in den Ferien und auch wenn Leute krank sind, ich habe das ganze Jahr geöffnet. Und sie können jederzeit herkommen und sich das auch mal anschauen. Bitte vorher anrufen. Ja, und bei mir sind die Hunde frei. Und ich betreue sie als Einzelne und ich nehme nicht zu viele und kleine und große, die kann ich auch trennen. Ja, und am besten schauen Sie es halt einmal vorher an. Wie kamen Sie denn auf die Idee, eine Hundepension zu gründen? Ich habe seit ich vier Jahre alt bin, meinen ersten Hund bekommen. Und wie ich hier nach Österreich kam, ich bin schon etwas älter, habe ich keine Chance gehabt zu arbeiten und dann habe ich die Hundepension aufgenommen. Denn wenn Sie sich umschauen, es ist alles eingezäunt und ja, und es macht mir Spaß. Wie viele Hunde betreuen Sie denn derzeit? Zu der Zeit habe ich 9 und im Hochsommer, also wenn die Ferien richtig laufen, dann nehme ich 12. Gibt es irgendwelche speziellen Rassen, die Sie aufnehmen oder sind alle inkludiert? Hauptsache, sie sind kastriert. Ich nehme nur kastrierte Rüden, weil ich sonst Schwierigkeiten habe. Das habe ich alle schon erlebt. Und dann habe ich kein Problem. Ich nehme alle Hunde auf. Ich habe kein Problem mit den Rassen. Sie sehen ja selber, wenn wir nachher nach hinten gehen, ich habe einen Dobermann, ich habe einen, auch so einen Mischling, wo als Kampfhund ausgezeichnet ist. Das ist mir alles egal. Ich komme mit jedem Hund zurecht. Die Schwierigkeit sind immer die Besitzer. Haben Sie eine spezielle Ausbildung? 2008 war ich in Graz und musste eine Ausbildung machen. Das hat sich die BH mal nach 8 Jahren ausgedacht, dass ich das machen muss. Und die habe ich mit Erfolg bestanden. Gab es bei der Gründung quasi Ihres Unternehmens irgendwelche Hindernisse seitens der Gemeinden oder so? Oh ja, ich habe aber alles von der BH jetzt geregelt bekommen. 2003 ist alles geregelt worden. Ich kann das Gewerbe betreiben, ist ja ein Gewerbe. Sind Sie Pionierin auf diesem Gebiet, in Vorarlberg speziell? Weiß ich nicht, ob ich das sagen kann. Das weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt so viele Hundepensionen, die auf und wieder zumachen. Aber ich habe dieses Jahr mein 10-jähriges Bestehen.